In jedem Kiosk an der Ecke, auf Straßen durch den Zeitungsmann, am Bahnhof jeder Stadt und Strecke preist man die neueste Zeitung an. Kommt Leute, kauft für 20 Pfennig, kommt Leute, kauft für kleines Geld. Kommt Leute, kauft, es kostet wenig, das Neueste aus der ganzen Welt. Das Neueste aus der ganzen Welt. Die Unbekannte aus der Szene, der schwarze Freitag von New York, die Filmkarriere der Marlene, der Preis für Gold, Öl, Stahl und Kork. Dazu der Tod des Präsidenten, der Schau und seine Hochzeitsnacht, und ab und zu auch Zeitungsenten, hat alles Schlagzeilen gemacht, hat alles Schlagzeilen gemacht. Man liest begierig nach dem Aufstehen, beim Frühstück oder auch im Bad, wie heute die Börsenkurse aussehen und wer grad wen ermordet hat, wie viele Autos Menschen killten und was der Kanzler gerade meint, wie viele Damen sich enthüllten und ob die Sonne morgen scheint, und ob die Sonne morgen scheint. Marmelade auf den Lippen liest man das Neueste aus Nahost, und zu Kaffee und frischen Schrippen den Kriegsbericht der Morgenpost. Schon wieder 38 Tote und 160 sind vermisst, jedoch die meisten waren Rote und weltanschaulich Kommunist. So liest man täglich die Berichte und alle sind ne Sensation. Man sieht das Leid der Weltgeschichte, doch sagt mir, wer begreift das schon? Kommt Leute, kauft für 20 Pfennig, kommt Leute, kauft für kleines Geld. Kommt Leute, kauft, es kostet wenig, das Neueste aus der ganzen Welt. Das Neueste aus der ganzen Welt.